Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Sunshine. Das letzte Mal war ich dabei, diese Höhle zu suchen, was mich übelste Probleme gemacht hat. Und dann kam erstmal eine Ewigkeit gar nichts. Und ich möchte mich erstmal dafür entschuldigen, dass gar nichts kam. Nämlich, ich musste aufgrund dieses Soundproblems, was immer der Sound abgeschmiert ist, jetzt mein Plugin umstellen. Das hat dazu geführt, dass mein Speicherstand nicht mehr funktioniert hat. Und ja, dadurch, dass mein Speicherstand nicht mehr funktioniert hat, musste ich das Ganze nochmal nachspielen. Darauf hatte ich keine Lust und deswegen habe ich das hinausgezögert. Tja, und was soll ich sagen? Mir ist inzwischen aufgefallen, was ich machen muss, um zu der Höhle zu kommen. Und ich bin doch so doof, ne? Ich habe echt die Höhle auf der falschen Seite der Insel gesucht. Des Levels gesucht. Weil die Höhle ist hier. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Ich könnte da hinten lang, hier lang, vielleicht sogar über die Baumstämme? Ja, könnte sogar sein. Und ich bin jetzt echt so der Meinung, wie doof muss man eigentlich sein, dass man das nicht hinkriegt. Naja, wie dem auch sei, hier ist die Höhle. Wow. Okay, Moment. Machen wir es so. Ich bin auch ein bisschen zwischen mit der Steuerung ein bisschen besser klargekommen. So, gucken wir mal jetzt in die Höhle um. What the? Mario Morgana hat mir mein Wasserteil-Dingens geklaut. Und ja, ich weiß inzwischen, ich weiß schon eine ganze Ewigkeit, dass er Mario Morgana heißt. Sorry, dass ich das jetzt vielleicht gespoilert habe. Okay, das ist jetzt praktisch einfach nur ein Jump'n'Run-Plattformer mit sogar cooler Mario-Musik. Wow. Wirkt ziemlich einfach. Ich glaube, den Pilz lasse ich in Ruhe. Hallo! Bravissimo! So, wir machen nur auf Fortfahren. Speichern werde ich offscreen. Piazza Delfino. Ja, ich weiß, da ist ein ganz, ganz böses Vulkan. Lava, Farbgeschmier auf Zeugs. Sagt ihr eigentlich was Neues? Ah, ihr wasset dich an den Trick. Er wird drücken. Kurznachrichten, das Bootshaus. Achso, ja. Okay, das hatten wir alles schon. So, ich möchte aber gucken, ob hier noch mehr drin ist als drei Insignien. Das Dorf der roten Münzen. Ah, rote Münzen gibt's wieder. Verstehe. Okay, lieber so eine Zauntakler, als dass er den Sound abschmiert. Von daher bin ich zufrieden. Du weißt doch, dass du der Einzige bist, der mich regelmäßig besucht. Ich war besorgt, aber es kann nicht schlimmer kommen. Du bist doch wieder der Sonnenbrillen-Heini, mit dir rede ich gar nicht erst. Ich brauche deine dämlichen Sonnenbrillen nicht. Ich würde mich jetzt interessieren, ob die roten Münzen mehr Münzen auf einmal geben, weil nämlich ich inzwischen weiß, dass man für 100 Münzen auch wieder ein Emblem bekommt, wie halt in eine meiner Düsen, die Schwebedüse der Git GmbH. What? Ah. Hier sind überall rote Münzen, ist das nicht verrückt? Ja.
Warum tut jemand so etwas völlig ohne Grund? Keine Ahnung. Außerdem wurde mir gesagt, ich soll doch zum Anvisieren. Wow. Oh, verdammt. Jetzt habe ich keine Münze gekriegt. Wow. Hallo? Der Sound hackelt jetzt aber schon recht heftig. Fällt mir nicht. So. Okay. Ah. Das hat mir ein Leben ausgespuckt. Na. Alter, wie das Leben mir echt gnadenlos abhaut. Oh mein Gott. Mich stört, dass der Sound wirklich so hart leckt. Wenn ich dich nicht geworfen habe, fängt mein Tag nicht gut an. Hau Rock. Bitte. Die Oinks werden mit Wasser vollgepumpt und dann kabumm. Wow. Ich hätte jetzt schon 10 Münzen, aber ich habe keine Ahnung. Moment, ich kann mir vorstellen, wofür die Oinks gut sind. Ja, das funktioniert sogar tatsächlich. So, gib mir meine Münzen. Ich würde gerne ganz gerne versuchen, die 100 Münzen zusammenzukriegen. Wenn das noch irgendwie möglich ist. Sag mal, dieses Vieh da oben. Oh. Ja, mit den Münzen. Sehr schön. Wo ist es hin? Da hinten. Okay, komm. Hey, ja, du rutscht aus, ist mir schon klar. Aha. Ich will mehr Münzen haben. Gib mir dein ganzes Geld. Ah, jetzt hat er wieder ein Leben ausgespuckt. Diesmal habe ich sogar erreicht. Aha. So. Vielleicht versuche ich in der nächsten Aufnahme mal die Priorität dieses Emulators ein bisschen höher zu stellen, dass
In der Hoffnung, dass dann praktisch diese Soundlags nicht mehr ganz so krass sind. Passiert denn irgendwas eigentlich, dass ich ihn nochmal abschieße? Nö. Jetzt ist es einfach nur noch ein Vieh, was dann getroffen wird. Okay. Wie viele Münzen habe ich jetzt? 34. Das ist noch nicht genug. Komm, gib mir mal so ein Oink. Das war doof. Neuer Oink, bitte. Wow. Schlechte Idee. Ich muss die irgendwie anders positionieren. Irgendwie hat es noch nicht ganz so geklappt, wie ich mir das erhofft habe. Wow. Aber ich kann die auch nicht weiter aufpumpen, oder? Okay, versuchen wir es nochmal. Ach, verdammt. Pisst euch, so. Mist. Jetzt muss ich irgendwie in so einem Kreiszustand. Na, danke, geht doch. Immerhin sind das 5 Münzen, die ich einfach nicht so einfach weglassen möchte. So, ist hier noch irgendein Vieh? Nee. Das heißt, es gibt hier 6 Münzen, wenn ich alles schaffe. Wow. Cool. Jetzt schon bei 45. Das ist doch... Ja, ich komme an die 100 langsam ran. So, ist hier noch ein Vieh? Wäre auch zu schön gewesen. Yes. Okay. Das da ist doch ein Vieh, oder? Okay. Das hat was gebracht, aber hab nicht verstanden, was ich gemacht habe. Hier irgendwie im Kopf gesprungen oder so. Oh mein Gott. Ich muss echt noch was gegen den Sound tun. Das ist schrecklich.
Oder ihr sagt mir, ob das in Ordnung ist, so wie es jetzt ist. Wenn es so in Ordnung sein sollte, dann lasse ich es so. Bin ich auch zufrieden mit, wenn meine Zuschauer das in Ordnung finden. Aber... es ist halt irgendwie bei diesem Spiel, beziehungsweise bei diesem... bei dieser Generation an Videospielen vielleicht ein Problem. Das Bild läuft ja flüssig, plus der Sound laggt. Nebenbei habe ich jetzt auch herausgefunden... Moment, wie viele Münzen geben die mir eigentlich? Gar keine? Ach du Scheiße. Nebenbei habe ich jetzt auch herausgefunden, dass das hier... doch auch noch blaue Münze gibt. Allerdings an einer anderen Stelle. Falsche Taste. Okay. Genau so wollte ich das jetzt machen. Oh. Ich habe auch nur eine begrenzte Zeit. Na gut, mach das anderes Mal. Kümmere ich mich erstmal um diesen Blumenkreis hier. Okay. Das war Nummer 1. Wunderbar. 65. Okay, das sind wieder 3 Münzen, wenn ich es richtig anstelle. Muss ja nur gegen eine Wand. 69. Fehlen noch 31. Ah, mal sehen, wie lange das noch dauert, bis ich die 31 zusammen habe. Das heißt, mindestens noch 10 von den Viechern. Und eine weitere. Oh mein Gott, meine andere Münze. Das war blöd, dass ich in die Ecke gebracht habe. Jetzt fehlen mir noch 29. Moment, warst du nicht derjenige, der mich hochwirft? Werfen, werfen, das ist alles, was ich will. Hau ruck. Ja, schön, aber du hast mich vollkommen falsch geworfen. So, komm, nochmal. Ja, verdammt. So. Okay. Die Mütze hätte ich auch. Die auch. Ach verdammt, das war nicht so geplant. Noch eine Münze. Eine Münze. Ach, verdammt. Okay. Fail. Oh. Mir die Münze, bevor sie verschwindet, so. Ja,
gar keine Stampfattacke. So. Okay. Ich glaube, mein Wasser ist gleich alle. Ja. Ich sollte mal nachtanken. Gut. Und dann würde ich ganz gerne nochmal da hochkommen. Ja, ja, werfen, klar. Du sollst mich da hochwerfen. Okay. Habe ich hier schon die Münzen? Ja, offensichtlich schon. Okay, aber von da ganz hinten habe ich sie wahrscheinlich noch nicht, wenn es da eine gibt. Okay, gibt es keine. So, dann gibt es im Wasser dann noch einige Münzen. Die muss ich irgendwie kriegen. Und hier unter der Brücke noch. Na. Ah, okay, ich kann mich hier festhalten. Komme ich auch an die blauen Münze. So, damit bin ich jetzt bei 86. Ist immer noch nicht genug, aber ich komme dem Ziel immer näher. Ah, okay, ich kann noch aus dem Wasser rausspringen. Okay, egal, mache ich später. So. Ist ja unter Wasser auch noch eine blaue Münze? Okay. ...92... ...93... und 94. Okay. Und ich weiß, dass ich die Folge schon überziehe, aber ich will jetzt noch diese sechs Münzen finden. Ich meine, ich weiß zum Beispiel, dass es da noch genug im Wasser sind. So, komm. Da sind vier Stück noch. So. Drei. Zwei. Und da hinten sind noch welche. Komm schon. Habe ich wenigstens noch in diesem Pot noch was erreicht. So. Okay, die Frage ist jetzt nur noch, wo ist das? Das war doch irgendwo oben, wenn ich jetzt von der
Da hinten ist die Mühle, ne? Ach, da hinten ist er. Auf dem Teil, wie komme ich denn da hin? So. Das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Okay, nochmal. Aha, geschafft. Sagt mir mal, wie das ist mit dem Sound, ob das okay ist. Ansonsten, ja, müsste ich vielleicht nochmal versuchen, irgendwas dagegen zu tun. Ja, gut. Ich bedanke mich dann für das Zusehen dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss.